Holmes, haben Sie diesen Artikel hier gelesen? Lächerlich. Wahrer Unsinn. Es wurde ein Messer in seinem Rücken gefunden und ein Zettel, auf dem stand: an Sherlock Holmes, 221b Baker Street. Ich finde ihn unerhört. Er entspricht den Tatsachen. Tatsachen? Es heißt hier weiter, dass Sie vielleicht in der Lage sind, das Verbrechen aufzuklären, aber nicht es zu verhindern. Das entspricht wirklich den Tatsachen. Guten Morgen, Dr. Watson. Inspektor Lestrade, seien Sie gegrüßt. Kommen Sie. Danke. Guten Morgen, Holmes. Hallo, Lestrade. Wie geht's? Ich bin in Hochform. Prachtvoller Morgen. Da lacht das Herz. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Nein, danke, Dr. Watson. An einem Tag wie heute, da fühle ich mich miserabel. Was ist los? Das, was Sie da haben, ist los. Dieser Artikel? Ja, die Sache mit der Leiche. Und Sie wissen also nicht, um wen es sich dabei handelt? Er weiß, wer es ist. Woher wissen Sie, dass ich weiß, wer es ist? Wissen Sie es denn? Ja. Und woher wissen Sie es? Eine Leiche, die man nicht identifizieren kann, ist ärgerlich, aber keine Nervenqual. Und Lestrade ist zerquält. In keiner Weise bin ich das. Und ob Sie das sind? Sie wissen, wer der Ermordete ist. Nicht nur das, ich kenne auch den Mörder. Wahrhaftig? Allerdings. Wo liegt dann Ihr Problem? Er weiß nicht, wie der Mörder es getan hat. Hier steht es doch, der Mann ist erstochen worden. Wie heißt denn Ihr Mörder, Lestrade? Harry Rigby. Harry Rigby, Bankraub vor 3 Jahren, sitzt im Gefängnis. Seit gestern eben leider nicht mehr. Sie haben weder das Geld gefunden noch seine Komplizen. So ist es. Von dem Augenblick an, als er wieder auf freiem Fuß war, haben Sie ihn beobachten lassen. Von meinen besten Männern. Und jetzt ist die Polizei sein Alibi. Wo hält sich Rigby auf, Inspektor? In einer Wohnung in Battersea. Und er wird immer noch von Ihren Leuten beobachtet? Unablässig, jede Sekunde. Holmes, ich habe mir gedacht, vielleicht kommen Sie mal mit und sehen sich die Örtlichkeit an. Vielleicht haben Sie eine Idee, wie Rigby da raus und reingekommen sein kann, ohne dass meine Leute ihn bemerkt haben. Würden Sie das für mich tun, Holmes? Lestrade, Sie könnten mich gar nicht davon abhalten. Da oben, das ist seine Behausung. Dort, wo die Vorhänge zugezogen sind. Also, ich habe 3 Männer hier unten im Hof, 3 Männer in der Straße nach vorn, 3 Männer in der Nebenstraße und 2 Männer draußen vor seiner Wohnung auf dem Korridor. Um welche Zeit hat er gestern Abend das Licht ausgemacht? Präzise um 11.35 Uhr. Das war 5 Minuten, nachdem Rogers ermordet worden ist. 10 Meilen von hier mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse in der Hand. Bestand irgendein Kontakt zwischen Rogers und Rigby? Das will ich wohl meinen. Rogers war ein Komplize bei dem Bankraub. Wir konnten es ihm nur nicht nachweisen. Es gab 3 Komplizen, nicht wahr? Und jetzt gibt es nur noch 2. Folglich bekommt jeder einzelne von Ihnen einen größeren Anteil der Beute. Nichts werden Sie bekommen, denn er bringt Sie alle um. Das ist doch aber ganz unmöglich. Es war genauso unmöglich, an meinen Männern vorbeizukommen. Sie haben auch Leute auf dem Dach? 4 Posten. Es gibt sicher eine ganz einfache und ins Auge springende Erklärung dafür. Was meinen Sie, Holmes? Einfach, möglicherweise, aber ins Auge fallend. Mr. Holmes? Ja? Eine Nachricht. Muss Sie dringend heute Abend sprechen, 7.30 Uhr. Bitte seien Sie zu Hause. Ohne Unterschrift. Aber da erwartet uns Lady Medwin zum Dinner. Wir können nicht noch einmal absagen. Natürlich nicht. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Keine Sorge. Uhr. Werden wir pünktlich kommen? Selbstverständlich. Man darf diesem Abend mit Freude entgegensehen. Lady Medwin hat eine vorzügliche Köchin. Wer ist das? Unsere 7.30 Uhr Verabredung. Kennen Sie ihn? Nein.
Aber er ist der zweite Mann innerhalb von 24 Stunden, der mich sprechen wollte und es nicht geschafft hat. Alfie Simmons. Einer von der Rigby-Bande, wie? Ja, genauso wie George Rogers letzte Nacht. Rigby hat sie beide auf dem Gewissen. Das weiß doch jeder. Warum wird er nicht verhaftet? Wir stehen kurz davor, Mrs. Bailey. Wie kommt es, dass Sie die beiden Toten kennen, Mrs. Bailey? Sie waren alte Freunde von meinem Mann. Sie haben mit Rigby zusammengearbeitet. Die Polizei weiß das alles. Und wo ist Ihr Mann jetzt? Zum ersten Mal in seinem Leben tut er was Vernünftiges. Er versteckt sich, wo Rigby ihn nicht findet. Ich würde gern mit Ihrem Mann sprechen, Mrs. Bailey. Ich glaube, er wäre nicht interessiert, Mr. Holmes. Wer sich mit Ihnen treffen will, hat so eine plötzliche Art zu sterben. Nein, nein. Ich glaube, daraus wird nichts, Mr. Holmes. Mrs. Bailey, hätten Sie etwas dagegen, mit mir zu sprechen? Ich habe ein kleines Wirtshaus, die Krone, in der Allen Street. Wann Sie wollen. Rigby ist aus dem Haus herausgekommen und wieder hineingekommen. Und meine Leute haben ihn nicht gesehen. Heute Morgen haben Sie gesagt, die Antwort wäre ganz einfach und ins Auge springend. Aber Sie sagten, ins Auge springend wäre sie nicht. Jetzt ist sie nicht mal mehr einfach. Die Krone in der Allen Street. Guten Abend, Mr. Holmes. Dr. Watson, was kann ich für Sie tun? Mrs. Bailey, ich nehme doch wohl mit Recht an, dass Sie wissen, wo Ihr Mann sich versteckt hält. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass ich mit ihm spreche. Wenn ich wüsste, wo er sich versteckt, ich sage nicht, dass ich es weiß, aber wenn ich es wüsste, dann würde ich dieses Gespräch nicht vermitteln. Und nicht nur das. Wenn er es wollte, dann würde ich versuchen, es ihm auszureden. Es wäre zu seinem eigenen Besten, Mrs. Bailey. Wenn Sie um meinen Mann besorgt sind und für ihn was tun wollen, dann verhaften Sie Harry Rigby. Die Polizei hat dafür keine ausreichenden Beweise. Aber er hat doch schon zwei Männer auf dem Gewissen. Wie viel muss er denn noch umbringen, bis die Polizei entscheidet, dass die Beweise ausreichen? Also, ich verstehe Sie nicht, wirklich nicht. Es ist doch so offensichtlich. Rigby will die Beute aus dem Bankraub nicht teilen, also bringt er seine Partner um. Ja, mein Mann war damals mit dabei. Daraus machen wir keinen Hehl. Jetzt gibt es zwei Tote und ein Motiv. Aber dafür interessiert sich die Polizei nicht. Und warum nicht? Weil sie nur darauf aus sind, das geraubte Geld wiederzukriegen. Und ob mein Charlie vielleicht dafür sterben muss, ist ihnen egal. Bestellen Sie Scotland Yard. Sie sollen Harry Rigby verhaften. Und dann reden wir darüber, ob sich mein Mann mit Ihnen unterhält. Gute Nacht, Gentlemen. Können Sie das der Frau verübeln? Ich habe keine Angst, mit Ihnen zu sprechen, Mr. Holmes. Ich erwarte Sie hier um Mitternacht. Charles Bailey. Sehen Sie, Bailey ist ermordet worden. Er war nicht unbedingt einer von den Klügsten, meint Charlie. Aber Angst hatte er vor niemandem, außer vor Harry Rigby. Das hat er mir immer wieder gesagt.
Und deshalb hat er sich versteckt. Und er wäre auch jetzt noch in Sicherheit. Wenn Sie nicht ausgerechnet auf der Bildfläche erschienen wären. Der große, berühmte Sherlock Holmes. Er wusste, dass die Polizei ihn nicht vor Rigby schützen konnte. Aber er hat gedacht, Sherlock Holmes schafft es. Aber der berühmte Sherlock Holmes hat es leider nicht geschafft. Es tut mir leid, Mrs. Bailey. Das glaube ich Ihnen gern, dass es Ihnen leid tut, Mr. Holmes. Aber tut es Ihnen leid für Charlie? Tut es Ihnen leid für mich? Oder tun Sie sich nur selber leid? Und Sie, Inspektor Lestrade von Scotland Yard? Ich verspreche Ihnen, Mrs. Bailey, ich... Geben Sie sich keine Mühe, Inspektor. Sie brauchen mir gar nichts zu versprechen. Dafür verspreche ich Ihnen etwas. Ich werde Harry Rigby umbringen. Mrs. Bailey, das, was Sie da sagen, kann doch wohl nicht Ihr Ernst... Oh, doch. Ich meine das im Ernst, so wie ich es sage. Ich weiß, Sie beobachten ihn Tag und Nacht. Und Sie werden ihn weiter beobachten. Aber er ist zu gerissen für Sie. Und eines Tages müssen Sie aufgeben. Und dann bringe ich ihn um. Wenn er mich nicht vorher umbringt. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie er rausgekommen ist aus dem Haus. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Ach was, da gibt es nichts derartiges, überhaupt nichts. Keine Tür, keinen Geheimgang, völlig unmöglich. Wenn Sie aber einmal absehen von dem Unmöglichen, so unwahrscheinlich es auch ist, was immer dann bleibt, ist die Wahrheit. Was hat er gesagt? Wenn Sie einmal absehen von dem Unmöglichen, so unwahrscheinlich es auch ist, was immer dann bleibt, ist die Wahrheit. Das habe ich gehört, ja. Aber was meint er damit? Das weiß ich auch nicht. So hatte ich Holmes noch nie erlebt. Diesmal war es mehr als nur ein Rätsel, das seine Neugier reizte, oder ein Verbrechen, das er nicht aufklären konnte. Drei Männer hatten versucht, mit ihm zu sprechen, und alle drei waren ermordet worden, bevor sie auch nur ein Wort sagen konnten. Eine Verabredung mit Sherlock Holmes war für sie zum Todesurteil geworden. Dennoch gab es in diesem Fall keinen Unbekannten. Wir alle wussten, dass Harry Rigby der Mörder war. Aber er hatte das perfekte Alibi. 15 Beamte von Scotland Yard würden beschwören müssen, dass Rigby seine Wohnung nicht verlassen hatte. In dieser Nacht wanderte Holmes ruhelos durch London und suchte nach einer Antwort. Eine Lösung schien unmöglich. Aber wie hatte er selbst gesagt? Wenn man von dem Unmöglichen einmal absieht, so unwahrscheinlich es auch ist, was immer dann bleibt, ist die Wahrheit. Wenn ich bitten darf, nach Ihnen. Ich würde mir gern die drei Leichen noch einmal ansehen. Wie Sie wünschen. Aber ich versichere Ihnen, Sie sind immer noch tot. Ich schicke Ihnen gleich einen Mann runter. Für wie groß halten Sie Rigby? Tja, wie groß? Ich würde sagen, wie Dr. Watson. So um 1,80 Meter. Vielen Dank. Sonst noch etwas? Nein, das wäre... Ja, doch. Sagen Sie Ihrem Beamten bitte, er möchte ein Lineal mitbringen. Hm. Ein was? Ein Lineal. Habe ich Sie richtig verstanden? Ein Lineal? Wozu? Es wird mir sagen, ob Rigby das Haus verlassen hat oder nicht. Sie meinen, ein Lineal wird Ihnen das verraten? Genau. Dann habe ich tatsächlich richtig gehört. Aber ich werde Sie jetzt nicht fragen, wie es Ihnen das verraten wird. Wie stellen Sie das eigentlich an? Indem ich Harry Rigbys Alibi messe. Eine besondere Art von Lineal. Nein, nein, nur ein ganz gewöhnliches Bürolineal. Nur so ein ganz schlichtes, gewöhnliches Bürolineal, das sprechen kann. Akkurat, wir verstehen uns. Wie immer. Ich bin in meinem Büro, falls Sie mich noch brauchen sollten. Holmes, darf ich fragen, es hat wenig Sinn, dass Sie auf mich warten. Ich brauche einige Zeit. Wir sehen uns zu Hause. Wie Sie meinen, aber die Ach, Sache... übrigens könnten Sie mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie in Lestrades Archiv feststellen würden, ob Rigby Rechtshänder ist oder Linkshänder. Ob er Rechts- oder Linkshänder ist? Sonst noch etwas? Nein, im Moment nicht. Ach ja, besorgen Sie mir doch bitte ein Glas Konfitüre. Konfitüre? Zum Frühstück, ja. Wozu wohl sonst? Baker Street 221B.
Guten Abend, Watson. Oh, hallo, lieber Freund. Ich habe Sie gar nicht darauf kommen hören. Ich war so vertieft in meine Lektüre. Ach ja? Und ich habe angenommen, dass Sie voller Spannung auf meine Heimkehr warten und auf meine Schritte lauschen. Das ist aber recht anmaßend, Mr. Holmes. Ja? Wundert Sie das? Wie ist das denn so, Plato im Original zu lesen? Faszinierend. Absolut faszinierend, kann ich nur sagen. Ja? Also? Also was? Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Holmes. Sagen Sie es mir schon. Wie hat Rigby das gemacht? Das war eben unser großer Irrtum. Was war unser Irrtum? Wir haben das Unmögliche für möglich gehalten und haben das Offensichtliche übersehen. Aha, verstehe. Und was ist das Offensichtliche in diesem Fall? Die Polizei sagt, Rigby kann unmöglich an ihr vorbeigekommen sein. Aber das muss er doch. Nein, Harry Rigby hat seine Wohnung überhaupt nicht verlassen. Soll das heißen, dass er von Anfang an gar nicht dort gewesen ist? Er war dort, Watson. Und mehr noch, es hätte ihm gar nichts Besseres passieren können, als dass die Polizei auch dort war. Er wurde nicht nur beobachtet und beschützt, er hat auch ein Alibi bekommen. Aber ich bitte Sie, drei Männer sind erstochen worden und einer von vorn. Diese Männer hatten Angst, wie wir wissen. Sie hätten den Täter niemals an sich herangelassen. Aber Sie kannten doch Rigby. Er war doch der Mann, vor dem Sie Angst hatten. Den hätten Sie niemals in Ihre Nähe gelassen. Nein, Watson, das steht fest. Es war nicht Rigby. Und diese Erkenntnis hat Ihnen das Lineal vermittelt? Es hat mir gesagt, dass Rigby zu groß ist, um der Mörder zu sein. Aber Holmes, was hat das mit der Größe zu tun? Der Winkel, mit dem der Einstich erfolgt ist. Ach, übrigens, was ist Rigby nun, Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Damit scheidet er völlig aus. Und der Winkel der Stichwunde, meinen Sie? Genau. Sie wissen also, wer der Mörder ist. Ja, aber zu wissen, wer der Mörder ist und es zu beweisen, das ist zweierlei. Aber jetzt wollen wir erstmal Mrs. Bailey von unserem Fortschritt berichten. Wir haben ihre Hilfe nötig. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Mrs. Bailey dazu geneigt ist. So, Sie halten es für unwahrscheinlich. Um nicht zu sagen, für ausgeschlossen. Ich glaube schon. Ich bin sogar sicher, dass wir mit ihrer Hilfe rechnen können. Davon hängt alles ab. Die Krone. In der Allen Street. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht, Jack. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich warte noch, bis Sie zumachen, Mrs. Bailey. Ist nicht nötig. Gehen Sie ruhig nach Hause. Ich werde schon allein fertig. Vielen Dank. Gute Nacht, Madam. Gute Nacht. Schluss für heute, Mr. Holmes. Ich dachte, Sie würden gerne wissen, wie wir weitergekommen sind. Da haben Sie sich geirrt. Das interessiert mich nicht. Dr. Watson hat mir das vorausgesagt. Er ist eben klüger als Sie. Sie meinen, Rigby ist endlich hinter Schloss und Riegel? Nein, die Polizei beobachtet ihn nicht mehr. Er ist frei. Frei? Das wollten Sie doch nicht, wahr, Mrs. Bailey? Sollen wir Sie nach Hause begleiten? Nein, danke. Gute Nacht, Gentlemen. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Und Rigby wird mir bestimmt aus dem Weg bleiben. Ich bin davon überzeugt. Was sollte er auch von Ihnen wollen? Er hat doch gar keinen Grund dazu. Gute Nacht, Mrs. Bailey. Nein, Harry. Du kannst mich nicht umbringen. Wenn du mich umbringst, dann kriegst du nichts. Ich bin jetzt die Einzige, die weiß, wo das Geld ist. Die anderen sind tot. Verstehst du denn nicht? Wir brauchen das Geld nicht mehr durch vier zu teilen. Nur durch zwei. Jeder die Hälfte. Nur wir zwei. Es war für uns beide. Ich habe sie umgebracht, damit wir alles behalten können. Ich wusste ja, dass du das verstehst. Das verstehst du doch nicht wahr, Harry. Harry, bitte. Bitte. Oh. Dr. Watson. Wir verstehen alles, Mrs. Bailey. Der Fall ist aufgeklärt, Mrs. Bailey.
Sind Sie fertig, Holmes? Wir kommen sowieso schon zu spät. Eine Sekunde noch, Watson. Nun kommen Sie doch schon endlich, Holmes. Wir haben Lady Macbeth fest versprochen, dass wir diesmal pünktlich sein werden. Dass uns nichts in der Welt davon abhält. Dann gehen wir doch, Watson. Ich kann es noch nicht fassen. Wir gehen tatsächlich zu Lady Macbeth? Wir machen es heute wahr. Doktor, bitte nach Ihnen. Nein, bitte nach Ihnen, Holmes. Guten Abend, Doktor. Ich habe ein Problem. Ich habe es gewusst. Ich habe es ja gewusst. Hallo, Holmes. Der Polizeipräsident hat mir zur Aufklärung des Rugby-Falles gratuliert. Brillante Schlussfolgerung war seine Formulierung. Ich schließe mich an. Es hat sich auch zu ihm herumgesprochen, was der entscheidende Faktor war, nämlich der Winkel der Einstichwunde. Er hat mich zu sich nach Hause gebeten, damit ich ihm das erläutere. Und wo liegt Ihr Problem? Ich weiß nicht, was es auf sich hat mit diesem Winkel. Aber lieber Lestrade, das ist doch denkbar einfach. Ich werde Ihnen das erklären. Wir dürfen Lady Macbeth nicht warten lassen. Nein, einen Moment noch. So viel Zeit muss sein, wenn unseren Freund etwas bedrückt. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn ein größerer Mensch und ein weniger großer Mensch mit einem Messer zustoßen und sie tun das beide mit dem gleichen Schwung, dann besteht der einzige Unterschied in dem Einstichwinkel. Na, das leuchtet doch jedem ein.